So, ich muss mich schon mal ein bisschen entschuldigen. Was? Warum? Für das Video, was wir jetzt machen. Oh nein! Entschuldigst du dich nur bei ihm, entschuldigst du dich nicht bei mir? Nein, nein, weil wir beide suchen in Mexiko ein Girlfriend. Oh nee! Das ist das ja, Video. Ja. Aber weißt du, worüber? Worüber? On the TV. Nein, echt? Boah, hier riecht es ein bisschen nach Schweiß. Wer riecht hier nach Schweiß? Ich war vorhin duschen, ich ja, nicht. Ja, aber womit? Mit Schweiß? Ja. Ich riech nix. Jungs, bitte. Jungs. Direkt eingesehen, der war. Das war das Erste, was kam. Oh, Maxi, fein. Oh, seid ihr es echt? Ja. Ich leg mein Feuer. Ja. Lisa und Julia Pep. Wir düsen auch mal direkt wieder weiter. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Das ist so fett fake, Digga. Was ist denn los? Wir versuchen hier gerade den Ton einzustellen. Du sagst, es ist fake, Digga. Also wirklich. Was? Zum funktioniert, alles top. Warte mal, Maxify. Hi. Scheiße, jetzt hab ich Angst. Tut mir leid, dass ich das jetzt so frage. Ach, jetzt wird's unangenehm. Du warst ja früher besser, sagt er jetzt. Na. Nein, 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 Maxify ist chillig. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er so einen großen Bizeps hat. Das stimmt. Der auch richtig oha großen Sch***. Nein, das stimmt. Da ist noch was anderes groß bei Maxify. 2 Zentimeter. Wirklich? Da ist noch was anderes groß. Oh, warum denn? Doppelpiece. Ich habe das Gefühl, so 30% der Männer, die man sieht, winken gerade. Ey! Warum Junge seid ihr alle? Warum seid ihr alle am Scheuern? Du bist gerade am Hobeln, oder? Nein, Mann. Ja, ich habe das Gefühl, die meisten tun das hier. Entschuldigung, also die Vermutung liegt nahe. Die meisten, die sowas tun, die stehen immer so. Ah, naja, aber du liegst auch oberkörperfrei im Bett, ne? Also. Ah, ja, okay. Gerettet. Bro, was machst du hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung, war wir auch nicht. Ihr habt doch gerade Kamera an, oder? Das ist kein Handy. Nee. Ja. Ja oder nein? Ja, das ist eine gute Kamera. Wir haben eine ordentliche Kamera. Nee, ohne Scheiß. Ist das eine Kamera oder ist das? Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera, ja. Also, wir können es nochmal wiederholen, ist eine Kamera. Seid ihr irgendwo live? Nee, kannst du nicht machen bei Ome. So viel Scheiße, wie du siehst. Hm. Oh, wieso ist der Typ zwischen euch, ist er irgendwie so schüchtern? Weil wir suchen. Wir suchen eine Freundin für ihn. Oh, Mann! Korrekt. Danke. Das sieht ja schon aus wie einer der. Ja. Kann ich sagen, diese Plattform ist so cursed as fuck. Hallo! Hey! 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 Lass einmal ganz kurz still sitzen. Ja. Warte, was? Warte, nein! Nein! Warte, nein! 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 Oh, oh. Nein! Das wolltest du mitmachen. Das hat mich jetzt auch überrascht. Sorry, Mann. Nein! Nein! Nicht hä? Ist das jetzt echt? Ja, das ist jetzt echt. Nein! Nein! Ey, Digga! Diskutier doch nicht mit mir darüber. Ey, ich feiere eure Videos so hart. Aber. Dankeschön. Aber von wem am wenigsten? Den in der Mitte kenne ich nicht. Boah. Was? Das ist aus Amerika. Kennst du ihn nicht? Logan Paul? Kennst du Logan Paul nicht? Jawohl. Junge, hast du Logan Paul noch nie gesehen? Warte, ich hab was Gutes. Cool. Wir lassen euch mal allein damit. Pikachu. Hi. Wie geht's? Gut. Pikapi. Pass auf, wir kommen direkt zum Punkt. Du bist volljährig, oder? Ja. Okay, gut. Das hier ist Maxi. Wir suchen für Maxi eine Freundin. Maxi hat so in der letzten Zeit eine kleine Dürrephase, was so sein Liebesleben, sein Datingleben angeht. Und wir dachten uns, wir durchbrechen diese Dürrephase einfach mal und suchen ihm eine Freundin. Ju und ich, wir sind die Wingman. Ich bin Single übrigens. Oh, was für ein Zufall. Gibt auch, was war das nochmal? Telefonieren und Pikachus war das? Ja. Wo wohnst du grob? Düsseldorf, Essen, so dazwischen. Oh, wie praktisch, Nordrhein-Westfalen, da wo wir uns aufhalten gerade. Was sind so die Eigenschaften in einem Mann, die du suchst, die du gut findest? Ehrlichkeit. Bist du ehrlich? Ja. Ah, guck mal, er ist ehrlich. Durchhaltevermögen. Warte, Durchhaltevermögen in welchem, was? In allem. Auch körperliches Durchhaltevermögen? Ja, warum nicht? Und was ist das zweite Durchhaltevermögen, was dir wichtig ist? Halt, dass man beim Streit nicht direkt wegrennt und alles aufgibt, sondern daran arbeitet. Ah, in der Beziehung, also durchhält in der Beziehung, dass man es ernst nimmt. Läufst du in einer Beziehung weg bei Streit oder? Ich glaube, dass du eher wegläufst. Ja? Voll der Wichser,
Mr. Wingman. Er läuft weg, um Blumen zu holen. Um Blumen zu holen läuft er weg, um sich dann zu entschuldigen mit Blumen. Das ist auch in Ordnung. Wie ist es bei dem anderen Durchhaltevermögen, was sie angesprochen hat? Das ist ja auch sehr wichtig. Wie ist das bei dir? Ich weiß nicht, ob ich darüber so reden möchte, aber ich mache viel Ausdauersport. Geil. Gute Antwort. Also, weil mir halt wichtig ist, dass du weißt, wo du dann dran wärst. Das hier ist Maxi. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Also, ist jetzt schon eher unterer Durchschnitt, aber ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung, ja. Dann fährt Maxi demnächst mal Richtung Düsseldorf-Essen, habe ich das Gefühl. Ja, mit meinem Lamborghini. Ja, mit seinem Lambo. Mit mehreren Lamborghinis. Ja, er fährt direkt mit mehreren. Und wir verabschieden uns. Ich mache übrigens auch Twitch. Heißt du da Vennycraft? Genau. Oh, hast du das gewusst? Wow. Geil. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Ich noch. Dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ich kenne dich von... Oh mein Gott! Ich glaube, sie ist fake. Hey, sie hat fake? Warum? Hey, wir sind nicht fake. Ihr habt eine weiße Wand im Hintergrund. Du hast braune Haare, sie hat schwarze Haare. Und du hast braunes an. Es ist eine weiße Dachschräge hinter euch. Du hast braune Haare, du hast blunde Haare. Korrekt. Kein Fake. Und das wir haben jetzt auch mit TV-Game durchgespielt. Es gibt so dunkle Streben, so Balken oben. Ja, und eine Lampe. Ja, ihr seid im Dachgeschoss. Ja, genau. Cool. Eure Adresse ist... Stopp, wir sind nicht fake. Du hast eine Fanta-Flasche, du hast einen blauen Wal hinten. Ja, der Wal ist süß, ja. Ja, ihr liegt beide im Bett. Wir sind nicht fake. Du hast weiße Fingernägel. Es ist nicht fake. So, ja. Wir sind hier, weil wir suchen unserem Kollegen hier eine Freundin. Ich bin schwanger, das geht nicht. Du bist schwanger? Ey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du schon, was es wird? Die ist erst im zweiten Monat. Wie alt, wenn man fragen darf, seid ihr? Wir sind 16. Beide? Ja. War das geplant, wenn ich fragen darf? Nein. Ja, habe ich mir auch gedacht jetzt, so mit 16 schwanger werden. Wie ist jetzt die Situation, wenn ich fragen darf? Also ich kriege es und Papa hat so gesagt eine eigene Wohnung und dann zieht es einfach bei mir ein. Dann zieht das Kind bei dir ein. Muss aber keine Miete zahlen, oder? Nee. Deine Eltern supporten das? Ja. Voll gut, das ist gut. Und wie ist das mit dem Vater, wenn ich fragen darf? Der freut sich mega. Ja. Der ist auch am Start. Ihr zieht dann miteinander alle in eine Wohnung. Ja. Okay, das ist gut. Das ist doch cool. Das ist cool. Ey, dann herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist das so Deep Talk geworden, ne? Voll Deep Talk, ja. Sorry. Weil eigentlich suchen wir ihm ja nur eine Freundin. Auf der Plattform wird schwierig. Hier sind nur Perverse. Ja, pass auf die ganzen Opis hier auf. Ja, aber auf die steht er ja auch. Er mag auch ältere Männer. So Frauen in seinem Alter oder sehr alte Männer. Das ist so. Ja, das ist genau mein Ding. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Bis dann. Ciao, bis dann. Bye-bye. Was geht bei dir? Ey, nix bei euch? Ganz wenig. Wenig. Prima. Bis jetzt sind wir nicht so ganz erfolgreich. Wir suchen nämlich gerade eine Freundin für Maxi, unseren Kollegen hier. Ich habe eine. Warte mal kurz. Mach mal deine Kamera an. Warte ganz kurz. Aber warte, ist sie volljährig? Sie ist 22. Warte. Jetzt wird's spannend. Hi. Nee, das ist fake. Nein, ich hab alles. Ja, aber wir hören dich nicht. Jetzt war doch nur einfach ein GIF. Bei WhatsApp kannst du so GIF. Guck mal, pass auf. Oha, okay. Nein, ich glaube, Zwei Finger hoch. Zwei Finger hoch. Okay. Das ist nicht fake. Es ist nicht fake. Nein. Ja, aber wir hören sie nicht. Ja, ich kann es nicht. Ich habe kein Voice-Meter, Leiter. Aber wir können ja mit Zeichensprache. Kannst du nochmal hinschalten? Hi. Wie heißt sie? Lea. Hallo, Lea. Sehr schön. Oha. Sie kann Zeichensprache sogar, oder? Ja, du kannst Zeichensprache. Nein. Kannst du so Zeichensprache kannst du nicht, ne? Nein. So. Naruto Science? Oh mein Gott. Und wir suchen jetzt für Maxi eine Freundin. Findest du Maxi grundsätzlich nett? Nein. Ja. Warte mal, du hörst sie doch, oder nicht? Ich höre sie. Und sie dann kannst du doch sagen, was sie sagt. Ja, sie findet ihn nett. Sehr gut. Das wollte ich. Ihre Mama kommt gleich. Wie kriegen wir das mit den Kontaktdaten denn jetzt hin? Kann sie Maxi bei Insta schreiben? Die ist doch voll nett. Ich dachte, das ist ein Gift. Ich dachte auch. Ich anfangs auch. So eine beautiful Frau, ohne Scheiß. Das Ding ist, jetzt ist wichtig, dass wir irgendwie den Kontakt aufbauen können. Insta habe ich reingeschrieben, unten im Chat. Insta, ja, nice. Ja. Folgen, Nachricht. Maxi folgt dir jetzt auf Insta und hat dir geschrieben. Das ist ein Guter, ist wirklich ein Guter. So in der letzten Zeit hat er nicht so viel Glück in der Liebe gehabt.
da war ein bisschen Trockenphase, ein bisschen Dürrephase. Fühl ich. Ja, genau. Es ist ja jetzt. Wer so reinsleitet, fühl ich, wieder weg ist. Seit 2 Jahren kann man nicht so viele Leute kennenlernen, kann man nicht so viel rausgehen, kann man nicht so das viel. Stimmt, ne? Und ja. Dann ist ja klar, dass es nicht so einfach ist. So. Und Maxi ist nicht so ein Typ, der dann einfach auf Tinder geht und sie dann irgendwie mal guckt für eine Nacht irgendwo eine zu haben. Nein, das ist Maxi nicht. Das ist nicht Maxi. Nee, Maxi, der baut ein Haus mit dir zusammen. Ja, der will schon, wenn, dann auch was Ernstes. Sie spielt auch Minecraft. Sie spielt Minecraft! Als ob ich so viel Minecraft spiele. Jeden Tag spielst du ja. Das einfach. Ich spiele jeden Tag Minecraft. Lea, kennst du Maxi? Hast du schon mal von ihm gehört? Okay, das ist sehr gut, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Ich suche auch nichts über ihn. Und sein OnlyFans, das hat irgendein anderer gemacht. Julian, sie hat mit dir vor 5 Jahren ein Bild gemacht anscheinend in Köln. Echt jetzt? Mhm. Lea, guck mal, Maxi hat dir gerade was geschickt auf Insta. Von... Zeig einmal, was ich hab gerade das hier geschehen. Kommst du wieder oder musst du gehst, kommt er. Sie muss gehen, sie geht jetzt weiter mal gucken. Ja, wir suchen jetzt noch einen Typen für Maxi. Ey, weil ich feiere euch übel, gell? Ich auch alles. Dankeschön. Wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg. Das war eine geile Aktion. Wünsche dir auch. Ey, sehr, sehr nice. Danke dir. Bye, bye. Bis dann. Hi. Sind Kinder, Alter. Was ist denn das für ein elendiger, kleiner, dreckiger Bastard? Danke, danke schön dir, Bro. Ganz liebe Grüße auch. So, das war's. Also wir haben es geschafft, dass es... Ey, Jungs. Mach einfach mal Beine breit. Das landet immer auf TikTok wieder. Nein, es landet nicht. Keiner macht das. Nein, wir können den das ja auch verbieten. Wir fassen dich auch gar nicht an. Wir gehen hier relativ dicht eigentlich schon an den Bereich ran. Boah, das ist krank aus. Folgt uns allen, unseren Channel, liked das Video und wir hoffen, dass Maxi demnächst auch dann ein paar Dates hat. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Bye, bye.